Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play PC Building Simulator. Ja, neue Folge für euch und wir gehen ran hierher. Oh, habe ich überhaupt meine neue Platin bekommen? Das muss ich auch schauen. Nein, hier ist das nicht. Hoppla. Ich weiß auch nicht mehr, wo werden wir das sehen. Ah, in die Avatar. Ja, im Avatar. Werden wir sehen, ob ich habe die Platin bekommen. Du hast keine Artikel dieser Art in deinem Avatar. Okay. Verlasse. Ich glaube, ich muss. Ich habe auch nicht die Zeit verspült. Okay. Und sowieso war andere Aufträge habe ich auch nicht geschaut. So, ich guck mal auch gerade E-Mails. Wir haben unser Sortimentgeräte in die Folge Teil erweitert. Asus, Radeon, RX, okay. Wir haben 96 erhalte Waren, Strom. Okay. So, ich glaube, das ist alles, was ich habe noch zu machen. Ah, ich muss noch 16 GB Rahmen. So, ich habe nur 2 GB im. Und 4 Speicherbank, okay, da und ihre auch 16 GB, okay. Gut, Moment mal, wir schauen gerade Shop, dann brauchen wir zweimal so 4 GB. So, dann muss ich ihre das kaufen. Ja, so 1, 2. Sind dann 16 und ich nehme noch 1, 2 und 16. Okay. Normal Lieferung am nächsten Tag. Ja, das machen wir auch. Okay. Jetzt habe ich auch diese neue Arbeitsspeicher gekauft. Und jetzt mal beendet die Tage. Ja, weil irgendwie müssen wir auch das. Machen Tag beendet, Zustellung, ja, okay. Betriebskosten, okay. Tages beendet. Tag beendet. So, zur Arbeit. Jetzt haben wir Ware bekommen, ja, und so viele PC wieder am Start. So, Platin ist gekommen und dafür haben wir auch die Arbeitsspeicher, okay. So. Erstmal die Platin ersetzt. Das ist auch meine erste Sache. Ja, ab. Mal müssen. So, ich muss alles jetzt rangehen. So, entfernen. Ja, weil jetzt Grafikkarte installieren. Das ist klar. Für den PC. So, Großteile. Das könnte man auch wegmachen. Dass wir aber noch mehr Übersicht. Ja, weil sowieso ich muss die Platinkabel abtrennen. Platinkabel abtrennen wieder. So, die AD, ja. Platin abtrennen. So, jetzt Luftkühler der installiert, ja. Ah, ich muss erstmal. Aha, okay, Moment mal. So, jetzt Luftkühler deinstalliert, ja. So, Prozessorabdeckung öffnet, jawohl. Weil der CPU muss auch raus. Und die ganze so Speicherclip öffnet. Ja, das machen wir auch. Und die RAM-Speicher wegmache. Okay, normal. Platin deinstalliert, ja. Ah, das geht so leicht, oder? Ja, weil, wie gesagt, wir müssen nur die Platin abbauen und eine neue Platin ansetzen. Okay.
Ah, die Schraube muss auch raus, ja. Ja klar. Jetzt kommt dann neue Oplatin, dann müssen wir auch alles abtrennen. Okay, jetzt installieren. So, Oplatin. Das ist die Benutzer, das ist die neue. So. Ja, an Oplatin zu wechseln. Es ist manchmal nicht so kompliziert. Sie sehen auch, gut, das ist ein Spiel. Ne? Normal in das normale Leben, da brauchen wir ein paar Minuten. Auch wenn man sich auch auskennt, das funktioniert auch sehr gut. Aber manchmal die große Typ sind irgendwie auch nicht so immer das gleiche für die Oplatin. Das müssen wir auch immer achten. So, Oplatin installiert, okay. Prozessorabdeckung geöffnet, ja. Jetzt kommt die Prozessor. Agentum, ja. Das kommt rein. So, installiere jetzt Wärmepass. Weil ohne Wärmepass wird auch sehr schlecht. Wo war das? PC-Teile? Nein. Kabel. Tools und Software. Ja, okay. Wärmepass-Leist. Okay. Jetzt Deckel zu. Ja, Wärmepass. Ich habe Wärmepass. Was muss ich jetzt nochmal? Okay. Okay, jetzt habe ich Wärmepass gemacht. Okay. Es muss auch funktionieren. Normalerweise. Okay, jetzt entfernen. Nee, installiere jetzt. So, jetzt kommt Prozessorkühlung. Aber warum bekomme ich auch nicht aha. Ich habe jetzt Moment mal entfernen, nein. Ja, ich muss jetzt ich weiß es auch nicht, was ist passiert. Und normal jetzt mache ich installiert Tools und Software. Die Wärmepaste muss auch passt aufbringen, ja. Aber jetzt komischerweise passiert nicht etwas wieder. Muss ich etwas wieder dran machen? Ich schaut mir gerade das an mit euch, aber passt an CPU aufbringen, ja. Wir sehen auch schön, dass die passt, ist auch dran, okay. Okay, gut. Ich werde sagen, mal installieren wieder was. Die Speicher. So, die Speicher, Eigentum, ja, okay. Ja, erstmal Speicherclips öffnet. Das sind auch nicht so viel Speicher, jawohl. Installiere. Das sind die 2 GB, okay. Installiere. Okay. Nein, nicht deinstallieren. Ah! Ich habe wieder die Probleme. Okay, jetzt installieren. Aber irgendwie funktioniert das nicht bei mir mit die Wärme passt. Okay, jetzt nochmal dürfte ich ja installiere jetzt.
Ja, jetzt haben wir auch schon diese warme Past gemacht. Sehr, sehr seltsam, dass es funktioniert nicht so, wie ich will. Okay, aber normal. So, installiere Grafikkart, machen wir daran. Okay. Ich muss Schraube, ja. Ja klar. CPU deinstallieren, nein. Kaputt. Ah, die ist kaputt, die, okay, okay. Speicher. Muss ich auch nichts dran machen. Grafikkarte, nein. Großlüfter, da ist auch keine. Ja gut. Lüftkühler installieren, ja. Warum könnte ich das noch nicht mal installieren jetzt? Ja, jetzt ist auch PC fährt nicht hoch. Ja, das ist klar, dass der PC fährt nicht hoch. Aber ich habe schon diese warme Leiste, so warme Paste dran gemacht, aber muss ich irgendwie noch. Oh, ich weiß es auch nicht, warum es funktioniert nicht jetzt. Das muss ich schauen, warum es funktioniert auch nicht. Speicher ist da. Ja gut, jetzt haben wir auch schon die warme Paste. Oh ja ja ja. Okay, Moment mal. Ich entferne wieder die CPU. Okay, gut, jetzt installieren. Ah, vielleicht mache ich auch etwas falsch. Es kann sein, dass CPU installieren, ja. Prozessorabdeckung schließe, ja. Und jetzt, es kann sein, dass ich muss jetzt diese warme Paste jetzt anbringen. Okay, gut. So, jetzt Kabel. Nein, nicht Kabel. Jetzt muss man noch die Prozessorkühlung, ja. Ja, so ist das. Okay, ich habe jetzt verstanden. Nicht installieren. Hey, hallo, hallo. So, ich habe jetzt verstanden. Warum? Das hat nicht funktioniert. So, jetzt Kabel, weil jetzt ist sowieso Lüftkühler anschließt. Ah, ich muss auch gucken. HDD anschließt, ja. Ob Platin anschließt, ja. Ob Platin anschließt. Okay, jetzt muss alles korrekt funktionieren. Ja, man könnte auch sogar das PC auch, nein, Gehäuse anschließen. Cooler Master. Ah, Moment, Moment, Moment. Was muss ich noch anschließen? Ah, okay. Normal, man könnte normal den Computer hochfahren. Normal ist kein Problem. Ja. Ja, ich habe auch jetzt, ich weiß auch, warum das hat nicht funktioniert mit die Paste. Weil gut, ich mache immer auch so bei mir die Paste. Erstmal, wenn ich danach, wenn ich mache zu dem Deckel. Ne? Aber irgendwie, es hat auch funktioniert. Okay, so Computer auffahren. Was sagt er uns?
Ah, super, es funktioniert jetzt. Die Oplatin funktioniert super. Okay, ausschalt. So, dann jetzt machen wir wieder installiere. Große Lüfter, nein, haben wir keine. Die Seitwand. Ja, weil jetzt der PC ist fertig. Okay, jetzt nicht deinstalliert. Ich muss jetzt schauen. Großteil installieren, jawohl. Schrauben wir wieder fest. Gut. Normal. PCU-Alterung. Wo kommt diese PCU-Alterung? Ah, das kommt. Ah! Moment. Eieiei. Ich werde auch die PC wieder zurückgeben. Ohne es. Ohne die ganze Teil. Da werden die Kunden schon sagen, hallo, da fällt mir was. Ja. Ja klar, da fällt noch was. Redtox macht alles nicht korrekt und ja, der Kunde kommt wieder zurück und da haben sie etwas vergessen, meine PC, ja? Was denn? Ja, stimmt, die kleinen Teile. So, PCDI. Abdeckung passt nicht. Ich weiß auch nicht, bei welcher Computer war das gewesen? Nein. So, PC ein Klick, ja. Jetzt geht das PC wieder weg. Weil ich habe jetzt auch die Teil repariert. So, und man könnte auch sogar sofort Geld kassieren. Naja, weil sonst, das bringt auch nicht. So, E-Mails. Virenbescheidig, okay, das muss man gucken. So, Stabreinigung. Bis End. Okay, 16 GB, ja, das war auch. Oh, Platin ersetzt, ja, kassieren. Ja, $400. Jawohl. Das ist mal auch ein guter Auftrag gewesen. So, jetzt ich muss erstmal den PC hier reinigen. Bis anschließend. Uiuiui. Ja, da hat der PC viel Staub. Ehrlich. So. Mal klassieren dem. Okay. Staubreinigung. Ja. Nein, entfernen. Okay, jetzt installieren, Presse Lüfte. Schade, dass man sieht auch nicht die ganze Teile dran geht, aber gut. Man könnte auch nicht alles haben. Im Spiel manchmal könnte man nicht alles haben. Boah, aber so viel Staub hat er gehabt. Na gut, wir machen auch das komplett korrekt. Auch immer ihre müssen wir auch das immer auch sauber haben. Übrigens Sauberkeit, bei mir muss ich noch meine PC auch irgendwann auch die Staub auch machen. Ja. Weil die Staub sind auch nicht so das beste Zustellung für einen Computer. So, jetzt muss man die ganze Kabel montieren. Ja, weil wie gesagt, wir müssen noch den Computer hochfahren. Es ist leider so, müssen wir immer die Computer hochfahren in dem Spiel, aber gut. Das machen wir auch. Strom anschalt und mal schauen.
Aber das sind immer verschiedene Bildschirme, so unter Hintergrund. Das finde ich auch klasse von den Entwicklern, dass die haben auch so was gemacht. So. Jetzt. Man dürfte auch die PC wieder aufnehmen und wieder in den Flur ansetzen und Geld kassieren für unsere kleine Arbeit. Und dann haben wir auch die Ziel erreicht, so die Ziel nicht, aber der Kundenzufriedenheit gemacht für ihn. So, so nach dem ich brauche eine Reinigung, ja, kassieren. Okay, das haben wir gemacht. Suche nach einem Hybrid, okay, okay, okay. Da müssen wir noch auf Rüstung, okay, okay. Da haben wir noch Arbeit, aber das Geld wächst auch ganz langsam, 912 Dollar. So, Upgrade auf 16 GB RAM Speicher, ja, ich habe auch sowieso die RAM Speicher gekauft. Das sollte auch kein Problem sein. Auf 16 GB zum Aufrüsten, ja. Und ich hoffe, ich habe auch die richtige so RAM deinstalliert. Ah, ich muss erstmal, ja, muss man auch. RAM weg und installieren. Wo waren die RAM? Speicher RAM. Brauchen wir nur zweimal. Ich muss noch die Speicherclips aufmachen. Ja, weil ich mache zwei Rahmen von 8 GB. Dann hat er auch die entsprechende Leistung. Okay, die 16 GB RAM sind dran. Da machen wir noch die PC-Teile. Die Sidewand, jawohl. Und jetzt müssen wir nur die Computer hochfahren. Ja, so viel Kabel reinzustopfen. Okay, jetzt erstmal die Computer schauen, ob er fährt hoch. Ja, er fährt hoch. Sehr geil. Er ist auch gefahren. Oh, aber was hat er für alles? Ja, man könnte auch schauen, aber ja, Ekiges Universum, zum keine Berichtigung. Ja. Keine Berichtigung. Okay, man könnte auch aus dem Gebüsch. Keine Berichtigung. Okay, gut. Wir dürfen auch nicht bei die Kunden die Computer anschauen, was der hat für Daten. Oh, nicht schlecht. Okay. So, das ist eine Computer fertig. Okay. So, kassieren wir. Ah, das sind auch wieder so viel Geld. Sehr gut. Jetzt müssen wir noch den anderen Computer aufrüsten auf 16 GB und dann haben wir auch alles fertig. Mit unseren großen Arbeitstagen, werde ich auch sagen. Und dann mache ich auch diese Fahrt am Ende. Nicht gleich, aber man holt auch neue Aufträge für die nächsten Tage. So, jetzt muss ich auch wieder 16 GB aufrüsten. Aufrüste, das ist auch schnell gemacht. 16 GB. So, RAM deinstalliere, ja, aber erstmal Speicherclips öffne.
RAM deinstalliert. Okay. Jetzt installieren die neue RAM Speicher. Man könnte sogar auch einen Computer bauen. Haben auch Geld, aber gut. Ich weiß nicht, ob man könnte auch. So, Moment mal. Ich muss auch richtig schauen. Ja, ich muss auch die Clips offen öffnen. So, jetzt RAM installieren. So, wir haben jetzt genug. Okay. Jetzt installieren. Ich habe sogar noch eins zu viel gemacht. Okay. Bisschen Teile. So, ich habe einen zu viel gekauft. RAM-Speicher, aber das könnte man auch irgendwann wieder installieren bei einem Kunde, ist auch kein Problem. So, jetzt noch die letzte Kabel anschließen. Okay, jetzt hochfahre. Obla, obla. Oh, der fährt auch sehr schnell hoch. Okay, wunderbar. Ausschalten. Okay, jetzt nein, ich habe auch Fehler gemacht. Okay, jetzt geht raus mit dem PC ab, im Flur abstellen. Upgrade, ja, gemacht. Und wieder Geld kassieren. So, wo war das? Neue Teile verfügbar, ja. Oh, man bekommt auch sehr viele neue Teile. Viren beseitigt, ja, okay, gut. Staubreinigung, das ist auch gemacht. Das könnte ich auch weglöschen. Kassieren. Ja. Okay, das könnte auch weg. Ob Platin ersetzt, das könnte auch weg. Das haben wir auch gemacht. Ja, ich muss immer die ganze E-Mails Viren be beseitigen. Okay. Und das war's. Wir haben nur einen Auftrag für die nächsten Tage. Okay. Das ist auch nicht so viel. Warum? Warum haben wir auch nicht so viel? Das weiß ich auch nicht. Machen wir schlechte Arbeit? Ich glaube nicht. Hein? Ich glaube nicht, dass wir machen eine schlechte Arbeit, oder? Da habe ich auch jetzt einige Sachen gemacht. Okay, gut. Wir müssen auch die Tage beendet. Okay, aber dafür, ich mache auch dieses Parlament. Ich bedanke mich noch für Zuschauen. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Ich wünsche euch alles gut und ciao, macht's gut.